Yo, was geht ab, liebe Leute? Eine weitere Folge Rainbow Six Siege. Wir sind hier im Flugzeug, Bereich sichern und heute mal wieder eine Solo-Aufnahme. Ich hol hier Fuse mit. Ich habe mir so viele Kabels geholt, dass ich da das mit dem Audio hinbekomme, also dass ich lauter hören kann. Über den TV hier. Aber ja, hat ja irgendwie nichts geholfen. Ich kann es nicht regeln am PC. Kein Plan. Aber auf jeden Fall habe ich mir überlegt, da einen Kopfhörer Vorverstärker zu holen. Das ist so ein kleiner Kasten. Das muss man halt dazwischen klemmen. Und dann könnte man es eventuell lauter machen. Also das würde ich mir auf jeden Fall noch zulegen. Um zu schauen, ob es dann geht. Ja. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Dann liegt es wohl am Bildschirm. Ich muss mal mein Flachbildfernseher, also mein HD-Fernseher, wo ich im Wohnzimmer stehen habe, müsste ich mal da anklemmen und dann schauen, ob es da lauter ist. Vielleicht liegt es ja nur an meinem Monitor. Könnte eventuell sein. Aber ich weiß es halt nicht. Das werde ich vielleicht mal heute ausprobieren. Na. Nee, ich gehe ganz hinten rein. Habe ich mir mal gerade so überlegt. Also von ganz oben. Vom Heck. Vom Arsch des Flugzeugs. Ja, hier kann nicht gestanden werden. Ist ja gut. Und nicht mal die Reifen kann man hier erschießen. Was soll das? Na? Sordeli. Was war denn das gerade hier für ein Bug? Voll der Hänger. Ich komme da einfach nicht hoch. Seht ihr das? Hammerhart, ne? Ich bin echt beeindruckt. Alter! Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Bin ich hier allein übrig? Na komm schon hoch, ich hab dich doch gehört. Ach, scheiße. Jetzt, Mann, dass ich gerade nachgeladen hab. Das sind immer so scheiß Momente. Die hätte ich auf jeden Fall noch gehabt. Also, ja. Ganz blöder Moment, ne, mit dem Nachladen. Aber voll Spaß. Ganz blöder Moment war das. Stumm schalten. Ich verstehe dich sowieso nicht. Ich kann nur Deutsch. Und vereinzelt Wörter vielleicht auf Englisch, aber das war's auch.
Bei mir sind die Englisch-Grundkenntnisse gar nicht vorhanden. Ja. So. Oh, Gesundheit, Entschuldigung. Da muss ich schon niesen. Neue Übertragung aktiv. Bam, 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 bam. Setze Mikro-Handy ein. Machen wir mal die Klappe da oben auf. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Im Bereich ist deine AVS aktiv. Nicht in der Schule kommt diese AVS geraten. AVS ist Einsatz. Ich setze den Sensor ein. Mach dazu. Sensor eingesetzt. Ja, schön. Holt sie dir alle. Ich habe die Feinde gesichtet. Erster Stock. Letzter verbleibender Gegner. Das ging ja jetzt flott. Das ging ja jetzt mal flott hier. Brauch ja hier gar nichts zu machen. Aha, wo ist denn der? Lade neues Magazin eingesetzt. Wo war denn der drauf? Ja, jetzt suchen sie alle dem. Ja, komm, mit der Pumpe. Willst du da rausrennen oder was? Da frisst das. Glasauge. Ja gut, die MPX, also ich finde die gar nicht so schlecht. Also die hat schon eine hohe Durchschlagskraft und macht auch ihre Distanzschüsse gut. Von daher, also über die kann ich jetzt gar nicht mängeln. Montagne ist weg. Für den wollte ich mich eigentlich eventuell entscheiden. Aber dann entscheide ich mich mal hier wieder für den Bug. So, 1-1.
1-1 und wir sind bei 10 Minuten. Da sieht man mal, wie lang so eine lockere Runde kann sein. Erster Stock. Yeah, der Markierer King. Ha! Krabbelt extra da unten rum, für die Drohnen zu fangen. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Ach Gott, wie hobbylos. Auf locker noch. Schon krass. Ja, Freunde, ich werde wieder von hinten hochgehen und dann sehen wir mal, was wir da machen können. Eigentlich ist es immer gut, wenn man von ganz oben erst dann so durchgeht. Ich benutze das Seil. Autsch! Das hat bestimmt wehgetan. Na gut, wenn du in Wirklichkeit C4 wird auf die Nase bekommen, dann ist nichts mehr gut. Das merkt man gar nicht mehr, glaube ich. Da bist du direkt weg. Oh je, und die sterben wieder alle. Fick dich, Alter, scheiß Jäger. Hat er meine Drohne eigentlich platt geschossen? Ja. So ein Pisser. So eine Pissnelge. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Ach du Scheiße. Habe ich keine Kamera. Puls ist da, der ortet mich. Und wo? Ach, ja, da kannst du nichts machen. Ja, was sollst du da machen, ne? Da kommt von da einer, da ist noch einer drin.
Da war noch Capcan da dran. Ja, die gehen alle viel zu stürmisch vor im Angriff. Das soll man ja eigentlich locker vorgehen. Locker flockig. Na komm, ich hol jetzt mal hier da Smoke mit. Aber ich hol nie im Leben die Schrotze von Smoke. Die ist so beschissen. Bam. Nachladen. Bam. Nachladen. Ach Gott, die ist so scheiße. Da wollte echt mal einer auf mich draufballern. Das war... Wo waren das? Auf Oregon war das. Unten. Da wollte echt auf mich draufballern. Und zwar von einer weiten Entfernung, als er ein MG in der Hand hätte. Echt unfassbar. Da dachte er echt, er könnte so mit einem Schuss mich da weghauen. Keine Munition. Metro-Handy wird eingeschaltet. Noch 10 Sekunden. Kamera-Position. Noch 5 Sekunden. Ja, noch 5 Sekunden. So. Das ist immer so geil an Smoke. Finde ich echt so nice. Lege Willkommensmatte aus. Tür wird gesichert. Tür wird gesichert. Ja, die Luke habe ich immer auf, dann. Das ist immer dann so ein Notchoker, wenn man dann runterballern muss schnell. Also muss er oben sein. Sehr schön. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Herzschlagsensor eingesetzt. Ganz rum. Das war knapp. Sehr schön. Nice. Ich setze den Sensor ein. Ja, ich hab sie schon ein bisschen gehört, die Twitch, nur ich höre halt nicht so gut. Ich brauche Deckung. Deswegen versuche ich das mal auf jeden Fall mit dem Kopfhörer Vorverstärker oder ein Kopfhörerverstärker, wie auch immer. Fünfzehn Sekunden noch.
Sekunden übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Gegner ist ja. Missionserfolg für eigenen. Die Lücke des Todes. Die Lücke des Todes, Leute. Jetzt müssen wir hier noch einmal einen fetten Angriff starten. So, auf jeden Fall. Ja, komm, ich hol die Ash mit. Aber kein Akkok. Das mache ich jetzt weg und mache Reflex drauf. Dass ich da besser reagieren kann. Ich hoffe, dass das auch was hilft. Weil hier im Flugzeug da ist, ja, die Räume, die sind ja da so eng. Und so kleinlich. Es kommt halt drauf an, wo sie sind, ne? Wenn sie ganz unten sind, da ist halt meistens Akkok für die lange Gänge besser. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Okay. Ja, da hat er die Barrikaden zugemacht. Noch 5 Sekunden. So, ich lasse das mal hier stehen. Ich lasse das mal hier stehen. Als das ein Auto wäre. Als das ein beschissenes Auto wäre. Eieiei, da geht's ja richtig ab hier. Und schon bei 22 Minuten, Wahnsinn, die letzte Runde hier, dass das echt so lang kann gehen. Das ist schon hart. Das ist ja schon fast so wie bei Wang. Fast wie bei Wang. Ah! Okay. Da war er gerade. Mist, den hätte ich können sogar auch noch bekommen. Aber alles gut. Wir haben gewonnen. 7-0-2. Ist auf jeden Fall schon mal krass wieder. Hart erkämpfter Sieg. Ja, das war echt hart und random, ne? Ja. Super. Ich hoffe, es hat euch gefallen wieder, Leute. Lasst ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich freuen.